In dem Video geht es darum, wie kommen wir zum Gucker hin, wenn mal das Gerät irgendwie warten braucht. Wir haben ja schon gezeigt, was die ganzen Vorteile von dem Gucker sind in einem anderen Video. Ich zeige mir das hier nochmal schnell, weil ich so stolz darauf bin. Also heißes Wasser auf Knopfdruck. Wir nutzen ja das System nicht nur zum Kochen oder für einen Tee machen, sondern wir erwärmen ja quasi auch das heiße Wasser für unsere Dusche drin. Und wie kommen wir jetzt hier? Also zum einen mal müssen wir jetzt unten reinschauen, da sind die Anschlüsse alle verbaut. Und man sieht jetzt das da im oberen Bereich, also das kommt alles von der rechten Seite, von hinten. Das sitzt eher quasi direkt dahinter versteckt. Und wenn wir jetzt den Gucker mal demontieren müssen, dann müssen wir diese beiden Schläuche runterbauen und dann kann man von hinten rausbauen. Da geht es gleich weiter. Das sagt uns der Robert jetzt dann. Gut, jetzt sind wir in unserem Kofferraum, sage ich mal, wo unser ganzes Wassersystem verbaut ist. Und hier hinten, im hinteren Bereich, ist der Gucker versteckt. Da kann man jetzt hier die Abdeckung ganz schön abnehmen. Zieht man einfach nach oben runter, fädelt man die aus. Und dann sieht man in dem hinteren Bereich den Gucker stehen. Der Gucker hat auf der oberen Seite noch eine Leitung, die man ganz leicht abtrennen kann. Die muss man quasi noch lösen. Und dann kann man den Gucker durch die vorher, wo wir vorher im vorderen Bereich die zwei Schläuche entfernt haben, kann man den entfernen. Der Gucker selber, also dieses Gerät an sich, ist nur mit zwei Metallschellen an der Wand festgeschraubt. Das sieht man mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher, kann man die beiden öffnen und dann löst sich das Gerät und dann kann man das einfach hier nach oben rausziehen. Genau.